Grüße Leute und willkommen zurück zum zweiten Teil meines Rankings der besten Zelda-Games. Diesmal die Titel, die nicht komplett beschissen sind, aber auch nicht wirklich fantastisch. So gesehen die dritte Geige der Zelda-Games. Seid gespannt, welche Titel mit dabei sind. Und schreibt mir natürlich anschließend in die Kommentare, wie ihr die Teile ranken würdet. Phantom Hourglass, so gesehen der Nachfolger von The Wind Waker. Und eigentlich das letzte Spiel, was noch wirklich im Wind Waker-Universum spielt. Denn Spirit Tracks hat sich davon wieder verabschiedet und hat in Neu-Hyrule gespielt. Und dies war auch einer der Gründe, warum mir Phantom Hourglass etwas mehr Spaß gemacht hat. Auch weil es das erste Spiel mit diesem Konzept war. Auch wenn es vielleicht nicht ganz der Nachfolger von The Wind Waker waren, auf den die Leute gehofft haben. Aber hey, Hauptsache etwas. Der Anfang von Phantom Hourglass ist etwas öde, träge, langsam, man merkt hier schon, dass etwas zu viel Zeit ins Tutorial rein investiert wurde. Das Spiel nimmt aber bald an Fahrt auf und auch das Gameplay wird beschleunigt. Das liegt vor allen Dingen auch an der interessanten Mechanik der Zeit-Dungeons. Denn wenn hier die Zeit abläuft, dagegen hat man das Phantom Hourglass, verliert man automatisch. Natürlich wird diese Mechanik nicht in jedem Dungeon genutzt, aber sie ist schon sehr präsent. Viele Fans haben sich seinerzeit daran gestört und fühlten sich hart gedrängt, so wie manche Leute Majora's Mask nicht ausstehen können, weil sie da auch ein Zeitlimit haben. Ich muss sagen, ich fand das Ganze recht erfrischend und hat bei mir die Spannung erhöht, ich kann aber nachvollziehen, dass das nicht für jeden Mann was ist. Grafisch geht das Spiel absolut okay. Die Musik hat dabei aber keine herausragenden Stücke, also es ist nicht wirklich die Technik, wo man dieses Spiel spielen sollte, sondern vielmehr die Leichtigkeit des Abenteuers. Ein gewisser Humor, gerade bei den Nebencharakteren, gerade Linebeck, ist absolut top und hat mich damals sogar zu einem Hörspiel inspiriert. Wer da mal reinhören will, kann das gerne tun. Ich kann das absolut nur empfehlen, dass einer der Videos, die bei mir etwas untergegangen sind, aber einer meiner persönlichen Lieblingswerke von mir selber sind. Wenn wir nicht bald mal wieder anheuern und rauf auf Meer kommen, sind wir pleite. Die Herren sind auf der Suche nach einem Abenteuer? Fragte der Fremde. Wir sind auf der Suche nach Rubies, Kumpel. Das ist ja noch besser. Das ist ja noch viel besser, meine Herren. Ich möchte Ihnen vorstellen, Ihnen allen hier. Mein Name ist Linebeck, Captain Linebeck. Ich biete Ihnen ein Abenteuer, Gentlemen. Ein Abenteuer, was Sie reich machen kann. Jetzt hatte der Fremde die Aufmerksamkeit des ganzen Lokals. Sogar der Wirt hörte auf damit, so zu tun, als würde er die Gläser tatsächlich reinigen und lauschte den Worten Linebecks. Ich habe eine Karte zu einem gewaltigen Schatz. Den vielleicht größten Schatz des versunkenen Hyrules. Dem Triforce. Triforce? Nie gehört. Ich schon, aber das ist doch nur Legende. Hyrule ist ein Märchen. Klingt gewinnbringend. Ich bin ein erfahrener Captain zur See. Ich habe einen Plan und ich habe ein Schiff. Was mir noch fehlt, ist eine verwegene Mannschaft. Gentlemen, wer möchte reich werden? Die Menge tobte. Ein jeder leerte noch rasch seinen Krug und folgte dann Linebeck mit lauten Rufen seines Namens nach draußen zu einer versteckten Bucht. Doch zurück zu Phantom Hourglass. Warum habe ich den Titel nur eine C- gegeben? Nun, das ist relativ einfach. Denn der Titel hat natürlich auch verschiedene Schwächen. Eine große davon ist, dass sich hier absolut nichts episch anfühlt. Alles, was man macht, fühlt sich so belanglos an. Das Ganze geht sogar so weit, dass man am Ende des Spiels das Gefühl hat, man hätte nur eine Filler-Episode gespielt, die keinerlei Auswirkungen auf die gesamte Story hat. Ja, ich weiß, was ihr sagen wollt, dass die einzelnen Zelda-Titel sowieso wenig Auswirkungen auf die ganze Legende von Zelda haben. Allerdings spürt man das hier noch ein ganzes Stück mehr. Spirit Tracks, was ich im letzten Teil sogar etwas schlechter gerankt habe, ist im Gameplay ausgereifter. Aber es war weniger innovativ, man hatte das Gefühl, man spielt einfach nur Phantom Hourglass 2.0. Deswegen habe ich dieses höher bewertet. Außerdem mag ich es einfach in Zelda-Titeln über das Meer zu fahren. Ich hoffe ja schon seit Breath of the Wild wieder auf ein Zelda mit Meer. Also nicht mehr im Sinne von größere Karte oder so, sondern tatsächlich mehr. Auch Zelda 2 kriegt bei mir ein C-.
Denn machen wir uns nichts vor, es ist einer der unbeliebtesten und schwersten Zeldas. Die wenigsten Leute haben es durchgespielt und nur ein ganz kleiner Teil ist weiter als 2-3 Gebiete gekommen. Und das lag nicht nur am Schwierigkeitsgrad, sondern weil es so anders ist als andere Zeldas. Es ist quasi das uneheliche Kind von Zelda und Metroid. Oder von mir aus auch von Link und Samus. Das Fandom hat sicherlich schon ein paar wirre Geschichten dazu geschrieben. Und das ganze Gehüpfe und Sidescroll-Prügeln wirkt irgendwie wie ein Fremdkörper in der Serie. Selbst Serienschöpfer Miyamoto sagte mal, dass Zelda 2 ihm nicht ganz so gelungen ist. Es gibt hier so viele Parallelen zu Super Mario Bros. 2, was auch komplett anders wirkte und bei den wenigsten Fans wirklich super beliebt ist. Aber natürlich haben beide Spiele trotzdem ihre Fans und Zelda 2 auch seine Stärken. Die Hintergrundstory ist durchaus interessant, es gibt ein Levelsystem, was Abwechslung bringt und Zelda und Link kommen sich mal etwas näher. Und außerdem gibt es in Zelda 2 einige Lieder, von denen es wiederum Remakes gab, die wirklich fantastisch sind. Oracle of Ages and Seasons. Beide Titel bekommen hier dieselbe Bewertung, weil sie doch irgendwie zusammengehören. Obwohl es wiederum eigentlich zwei verschiedene Abenteuer sind, die irgendwann zusammenwachsen. Ages hat mir auch aufgrund seiner Mechanik besser gefallen, aber nur minimal. Beide Titel sind sehr groß und auch etwas schwerer, als man es von der Zelda-Serie gewohnt ist. Es gibt viel zu tun und vieles Neues, gerade Sammelgegenstände nehmen hier etwas Überhand. Beide Titel sind technisch hochwertig, die Musik stimmt und das Gameplay ist gut. Aber warum habe ich dann trotzdem nur eine C-Bewertung gegeben? Das liegt daran, dass man hier spürt, dass nicht nur Nintendo seine Finger im Spiel hatte, sondern eben auch Capcom. Und ich weiß nicht, wie man das am besten beschreiben soll, denn obwohl man Zelda sieht, Zelda spielt und Zelda hört, fühlt es sich nicht so ganz so grandios an, wie man es von der Serie eigentlich gewöhnt ist. Ich kann das noch nicht mal direkt an bestimmten Punkten festmachen, aber das ganze Abenteuer fesselt weniger, macht vom Gameplay weniger Spaß. Und das, obwohl das Verweben beider Spiele zu einem gewaltigen Finale wirklich geschickt gemacht ist. Aber zum Glück hat sich das im Gegensatz zur Pokémon-Serie nicht durchgesetzt. Stellt euch einmal vor, es wäre so und von Zelda würde es immer zwei Versionen geben. Ich würde eine Krise kriegen. Um es kurz zu fassen, es ist ein großartiges 2D-Zelda, aber man spürt einfach, dass es nicht 100% Nintendo ist. Das mag der ein oder andere sogar erfrischend finden. Mir persönlich hat irgendwie was gefehlt. Four Swords Adventure. Und das hat eine ganz komplett andere Dimension als Four Swords. Denn im Vergleich müsste es eigentlich heißen, mega, hyper, jetzt ein richtiges Spiel mit richtiger Story, Rätsel und verschiedenen Gameplay-Elementen Four Swords Adventure. Oder so in der Art. Das Spiel hat einfach einen super guten Artstyle. Und wenn man das Ganze im Koop spielt, kommt richtig Freude auf. Aber auch im Solo-Spieler-Modus ist es solide. Und Zelda-Feeling kommt auf jeden Fall auf. Etwas, was Four Swords etwas gefehlt hat. Nur gibt es ein kleines bzw. wirklich großes Problem, denn um diesen Titel zu spielen, brauchte man ursprünglich 4 Game Boy Advance, 4 Link-Kabel und ein Gamecube und natürlich 3 Freunde. Viele Dinge, an denen es scheitern könnte, wenn man das Ding wirklich mal zu viert spielen möchte. Also um es nochmal zu wiederholen, im Team ist das Ganze mega funny, nur leider sind die Voraussetzungen, hier ein Team zu bilden, wirklich, wirklich, wirklich schwer. Und dabei ist diese ganze Game Boy Advance Mechanik wirklich super eingebunden, denn wenn man beispielsweise Höhlen oder auch Häuser betritt, sieht man alles wieder auf den Game Boy Advance. Kommt man raus, sieht man alles wieder auf den großen Screen. Man muss sogar sagen, das Spiel hat eine absolut anständig umgesetzte Story, die sogar für einen Solo-Titel absolut ausreichend gewesen wäre. Ich bin ein Fan dieses Games, allerdings kann es wie gesagt im Solo-Modus natürlich nicht ganz mithalten, als wenn zum Beispiel 3 deiner Freunde auf dem Sofa sitzen und mit Hyrule retten. Das war's heute auch schon wieder mit diesem Teil der Tierliste. Das nächste Mal geht's mit Hochkarätern weiter. Doch jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Wie hättet ihr die Titel gerankt? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ich sag bis die Tage und ciao!